Nun, ich wurde nochmal gebeten, auch aus verschiedenen Quellen, sogar aus dem Internet heraus, wegen des Sportvideos noch was zum Thema Sport, die Figur des menschlichen Körpers und die menschliche Ernährung dazu was zu sagen. Wir haben uns heute schon mal in Physik besprochen. Ich fange mal so an. Wenn ich bedenke, im Training passiert Folgendes. Ich bewege Gewichte und Beispiel. Ich habe hier so eine Hantel und diese Hantel, die bewege ich mit Hilfe des Bizeps jetzt mal hoch und runter, also von ganz unten bis ganz oben, bis der Arm gekrümmt ist, also total gekrümmt, der Bizeps entsprechend gearbeitet hat, ne, und so weiter. Und ich messe mal aus, wie viel ist das, also wie hoch habe ich das gehoben. Dann kann man ungefähr, das hängt natürlich jetzt vom Einzelnen ab, kann man ungefähr sagen, also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich das Gewicht um ungefähr 0,5 Meter angehoben habe. So, wenn ich jetzt alle möglichen Bewegungen, ob das Klimmzüge oder, alle möglichen Bewegungen im Durchschnitt nehme, mal sind es mehr, mal ein bisschen weniger als 0,5 Meter, und dann kann ich doch Folgendes machen, dann kann ich doch die Arbeit, W wie Work, ausrechnen, indem ich sage, das Gewicht, was sich in Gewichtskraft ausdrückt, FG, und was ich gehoben habe, das ist die sogenannte Hubarbeit. Das ist eine echte Arbeit, die ich verrichtet habe. Und wenn ich jetzt alle Bewegungen, die ich ausgeführt habe, also meinetwegen, ich sagte immer 3 Sätze, a 10 Wiederholungen, dann habe ich pro Wiederholung also um 0,5 Meter etwas bewegt. Ob ich meinen Körper bewege oder ein Gewicht bewege und so weiter, ganz egal. Und wenn ich das alles mal schön aufschreibe und zusammenzähle, dann komme ich bei mir so ganz schnell mal auf, dass ich sage, insgesamt habe ich Gewichte mit Körpergewicht oder hier Einzelgewichte oder was auch immer, so ganz einfach um die 12 Tonnen. Ich schreibe mal TO, das geht besser, damit es besser, damit es sich von T wie Time unterscheidet. Habe ich insgesamt 12 Tonnen bewegt. Das nennt man Trainingsumfang. Das entspricht also dem Trainingsumfang. Wie viel habe ich getan? So, und diese 12 Tonnen, wenn ich sage, die möchte ich mal, also gesamt, alle Wiederholungen, alle Übungen und so weiter, da zusammengefasst, habe ich 12 Tonnen gehoben. Natürlich nicht auf einmal, sondern einzeln. Das heißt also, ich kann auch sagen, diese 12 Tonnen, die entsprechen, wenn ich sage, die Erdbeschleunigung ist rund 10 Meter pro Quadratsekunde, dann entsprechen die rund, und jetzt kann man sagen, 12.000 Kilogramm sind 12 Tonnen mal rund 10 Meter pro Quadratsekunde. Dann ergibt das rund, jetzt kann ich einfach von der 10 hier die 0 ranhängen, 12, jetzt hatte ich 1, 2, 3 Nullen schon und kommt noch eine vierte dazu, Newton, die ich insgesamt aufgebracht habe, jedes Mal. Das wäre mein Gesamt-FG. Ja, und jetzt lässt sich die Arbeit leicht ausrechnen. Dann kann ich sagen, okay, W wie Work ist 120.000 Newton und das Ganze mal 0,5 Meter, das ist leicht, W ist demzufolge nicht 120.000, sondern 60.000 Newton. Meter. Newton und Meter zusammen. Und das entspricht, und jetzt wird es ein bisschen spannender, jetzt nehme ich eine andere Einheit, die dürfte manchen Leuten, was das Thema Ernährung angeht, wesentlich geläufiger sein. Newton, dazu kann ich auch Joule sagen. Oder, und jetzt muss ich das mal schnappen und mal runter bewegen, sonst wird das unübersichtlich. Das, was ich eben geschrieben habe, das bewege ich mal hier hin. Und, oder ich sage, okay, diese 60.000 Newton, da kann ich auch was anderes sagen. Das sind 60 Kilo Newton. Kilo Joule. Ach hey, hier wird manche sagen, 60 Kilo Joule. Gucken wir uns das mal an, diese 60 Kilo Joule. Und jetzt bitte ich jeden, der hier zuguckt, ganz einfach mal zu Hause auf eine Tafel Schokolade oder auf irgendwas zu gucken, wie viel Energie da in dieser ganzen Tafel Schokolade steckt oder was eigentlich noch dramatischer erscheint, wie viel Energie steckt in einem leicht angesüßten, so als Light oder sonst was angebotenen Getränk. Und dann, das haben wir heute gemacht,
Und dann, jetzt kommt eine Überlegungspause, am besten zu Hause Pause drücken, nachgucken und dann starten. So, ich habe das meinerseits jetzt hier mal getan und habe auch so ein ISO-Getränk. Ich möchte jetzt nicht die Marke verraten, das kann jeder sich selber nachvollziehen. Auch so ein ISO-Getränk geschaut und der Wert 79 Kilojoule pro 100 Milliliter ist gar nicht mal so interessant, sondern in diesem ganzen Fläschchen, das ist so ein meistens so eine blaue Flasche hier auch, sind also bei 500 Millilitern ist der Inhalt, sind 395 Kilojoule enthalten. Wenn ich mir das jetzt mal ins Verhältnis setze, also das hier, diesen Wert zu dem, was ich vertrainiert habe, da wird einem Himmelangst und Bange, denke ich. Anders, natürlich. Wir haben einen Grundumsatz. Das heißt, damit der Körper überhaupt funktioniert, braucht man so um die 2000 Kilojoule. Ungefähr. Damit er überhaupt funktioniert. Einverstanden. Aber was nehmen wir täglich zu uns und fressen in uns rein? Und umgekehrt, wie viel haben wir davon abtrainiert? Und jetzt kann ich nur eins sagen, das ist aus verschiedenen Gründen, kann ich das nur sagen. Leute, esst nicht so viel. Ich kenne genug Sportler, die hauen rein, die essen einen Haufen. Man soll jetzt nicht anfangen, diese Kilojoule, die man da zu sich nimmt, zu zählen. Ob man sie als Getränk oder als Schokoladentafel oder zu sich nimmt, das ist jetzt vollkommen egal. Aber hier müsste deutlich werden, wenn ich mir nur so ein ISO-Getränk komplett rein drücke, dann habe ich schon das mehr als Sechsfache von dem mir zugeführt, was ich ansonsten überhaupt wegtrainiert habe an dem Tag. Einverstanden? Wie gesagt, ich möchte jetzt gar nicht mal den Grundumsatz und den ganzen Käse dazu rechnen, aber das als kleinen Gedanken. Und jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, wie kann ich mich selber beherrschen, mal nicht so viel zu essen. Ich kenne einen Fluglehrer, der hat immer gesagt, wenn man hungrig ist, das ist ein schöner Gedanke, dann fliegt man konzentrierter. Fliegt konzentrierter. Also wahrscheinlich, das ist das, was ich jetzt vermute, ist es so, dass wenn man hungrig ist, sich sozusagen auf Nahrungssuche begibt, intern im Geiste, also und deswegen alles Mögliche tut, damit man wirklich dort ankommt. Das ist ein kleiner Gedanke. Die andere Geschichte, Hunger. Ich sage jetzt einfach mal durchmachen. Mal durchmachen, was meine ich damit? Wenn ich Hunger habe und diesen Hunger einfach mal ein bisschen überspiele und das mal durchziehe und einen Tag mal wirklich höchstens nur ein Brötchen gegessen habe, ich kann es euch sagen, man fühlt sich 10-mal besser. Noch ein anderer Tipp. Wissenschaftler haben festgestellt, in Japan gibt es Menschen, die essen nur 60% dessen, was sie essen müssten. Was sie essen, und jetzt schreibe ich in Anführungsstrichen müssten, um zu überleben. Müssten mit Doppel-S. So, das ist eine japanische Insel und die Leute werden alle furchtbar alt. Noch eine Sache, und ich möchte jetzt nicht, dass es falsch verstanden wird. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Hungersnöte natürlich nicht ewig bis zum Verhungern. Aber Hungersnöte, wenn man genug Wasser trinkt, man muss kein Bier trinken oder Cola. Wir wissen, in Cola ist noch mehr hiervon drin. Dass solche Hungersnöte die Menschen stärker machen. Das heißt also, ich sag mal so, Hungersnot, da gibt es ein altes Sprichwort. Was nicht tötet, härtet ab. Was nicht tötet, härtet ab. Das heißt, es ist gar nicht so falsch. Ansonsten dürften wir auch gar nicht fasten. Die Fastenzeit, ich schreibe mal einfach Fasten ein da, die Fastenzeit ist nicht umsonst. Das haben die Menschen nicht deswegen gemacht, weil man entschlacken muss, sondern ganz einfach, um dem Körper auch mal was Gutes zu tun in Form von Abhärtung. Das schadet nicht. Genug trinken, kann man das durchhalten. Es gibt genug Beispiele, da hat ein Sportler über 40 Tage lang am nördlichen Polarkreis durch die Tundra, das ist oben in Nordrussland, sich auf Skiern begeben und ist 40 Tage lang ohne zu essen, nur mit Trinken, ganz gemütlich auf Langlaufskiern gefahren. Nicht zu schnell, aber immerhin noch so schnell, dass man wirklich darauf aufmerksam wurde. So, solche Sachen. Noch eine ganz andere Sache.
Naja, ich sag mal so, wozu gibt es Hunger und Durst? Wozu gibt es diese Gefühle? Wozu Hunger? Wozu Durst? Diesen Gedanken möchte ich noch mit einflechten. Wozu gibt es die? Diese Gefühle, die sagen uns, du, jetzt wird es mal Zeit, dass du was trinkst. Wenn ich Hunger habe, heißt es ja nicht, dass ich in den nächsten 2 Minuten essen muss, sondern dass ich jetzt mal bald dran denke, mal wieder was zu essen. Und wenn ich Durst verspüre, heißt das auch nicht, dass ich schon total dehydriert bin und so ein Blödsinn, was uns die Wasserindustrie immer glauben machen wollte, sondern dass es Zeit wird, in der nächsten Zeit, in der nächsten halben Stunde, Stunde mal wirklich was zu trinken. Wozu hat uns der liebe Gott, die Evolution, wozu haben die uns diese Gefühle gegeben? Na, damit wir nicht verdursten und nicht verhungern. Aber das heißt nicht, dass man sofort was in sich reinstopfen muss. Noch was. Warum? Um 9 Uhr Frühstück oder 12 Uhr Mittag oder 18 Uhr Abendbrot. Ja, das hat sich im Laufe unserer Kultur herausgebildet. Wenn wir um diese Zeiten uns zusammengefunden haben, dann empfanden wir Menschen das als angenehm. Oder 6 Uhr Frühstück, das kommt jetzt nicht auf die genaue Uhrzeit an. Aber diese festen Rituale, die haben die Menschen sich angeeignet, weil es schön war, zusammenzusitzen und etwas gemeinsam zu tun. Man kann auch gemeinsam singen, ist auch was Schönes. So, und das hier, das heißt aber nicht, dass ich jedes Mal mir den Ranzen vollstopfen muss, wenn ich keinen Hunger habe. Also solche Gedanken möchte ich ganz einfach mit dazu tun. Und um zu guter Letzt noch was zu sagen, ich habe mich jetzt ja immer wieder mit Calisthenics beschäftigt. Und da gibt es genug Sportler, die ernähren sich sogar vegan, also nur von Pflanzen. Und es funktioniert auch. Also die essen, und das sagen die auch alle, die essen dann, wenn sie Hunger haben, und trinken dann, wenn sie Durst haben. Ihr könnt ja mal folgendes Experiment machen, und ich glaube, jeder kennt es. Ihr schlagt euch mal den Ranzen voll oder ihr trinkt mal, bis ihr nicht mehr könnt, und versucht euch dann mal noch gut zu bewegen oder gar Sport zu machen. Dann ist ganz vorbei. Warum? Der Magen hat genug zu tun mit dem Verarbeiten, beziehungsweise schon alleine mit dem Druckgefühl auf den Solarplexus und so weiter. Will sagen, dass bisschen Energie, was ich brauche, verhältnismäßig bisschen, das führe ich ganz schnell mit irgendwelchen Isokram oder mit irgendwelchen Cola oder ähnlichen Getränken schon alleine, mit Schokolade, mit, führe ich dem Körper in Übermaßen zu. Und schon alleine dieses, sich an die Rituale von 9 Uhr, 12 Uhr, 18 Uhr oder sonst was zu halten und unbedingt, weil es Zeit ist, etwas zu essen, das sind diese Dickmacher, ich würde sie einfach weglassen. Moment noch. Ja, ist auch nicht zu verachten, richtig. Und zwar das Thema Magenband. Es gibt Menschen, die sind so dick, weil sie sich nicht im Zaum halten können. Und die haben so viel gegessen, dass man um den Magen, ich deute den mal bloß so an, hier ist der Ausgang, 12 Fingerdarm und so weiter, hier ist der Eingang, Magenpförtner. Deren Magen ist so aufgebläht im Laufe der Zeit, weil die immer wieder reingestopft haben, dass man hier tatsächlich um den Magen, das machen die Ärzte mittlerweile sehr cool, dass man hier einfach einen Ring drum macht, den zuzieht, und dann wird der Magen viel kleiner. Und siehe da, die haben nicht mehr so viel Appetit, weil nämlich nicht mehr so viel reinpasst. Und der Magen arbeitet auch, aber er wird kleiner und es passt nicht mehr so viel rein und die essen weniger. Ich kenne den Effekt, also das zum Stichwort, das ist ein Stichwort. So, ich kenne den folgenden Effekt: Wenn ich mal gehungert habe, habe ich den nächsten Tag bzw. in der nächsten Zeit nicht so viel Hunger, als dass sich, als ich eigentlich sonst Hunger habe. Das heißt, dass sich mein Magen, und das geht vielen Menschen so, die es mir bestätigt haben, dass sich der Magen wieder zurückbildet, und zwar relativ schnell. Und warum sollte ich nicht diesen Effekt ausnutzen, wenn ich schon einen relativ schlanken Magen nur durch eine kurze Hungerperiode, manche Menschen sagen Fasten dazu, wenn ich dadurch einen kleineren Magen gewinne, der sich also zurückbildet, der sich praktisch umgewöhnt, warum soll ich den jetzt wieder auf solche Volumina füllen, mit allen schlechten Gefühlen, die damit einhergehen, wenn es auch reicht, und das kann jeder selber probieren, sobald ich Hunger habe, nur mal ein kleines Brötchen oder eine kleine Hälfte eines Brötchens essen oder eine kleine Stulle oder weiß der Kuckuck was, damit dieser Magen nicht so doll gefüllt ist. Ihr werdet merken, nach 10 bis 15 Minuten seid ihr satt.
Also kleines bisschen rein und der Magen hat zu tun. Ein kleines bisschen hier reinfüllen. Der Magen ist fast ausgefüllt. Ihr braucht gar nicht lange zu warten. Der fängt nämlich sofort mit seinen Knetprozessen an und gibt Magensäure dazu und so weiter und kümmert sich also um die Inhaltsstoffe. Und nicht nur das, das Kneten bedeutet ja, dass der bis zu dem Stück, was da drin ist, bis zu der Knetmasse hin muss. Das heißt, der passt sich wirklich an und ihr habt einen kleineren Magen. Und wenn man sich das angewöhnt, immer nur gut zu essen, aber sehr wenig. Und nur dann, wenn man Hunger hat. Ich kann euch garantieren, dann ist das Thema Ernährung gar nicht mehr so wichtig. Fassen wir nochmal kurz zusammen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber die Grundidee ist, das, was wir in einem relativ belastungsvollen Training, also meinetwegen 12 Tonnen oder sowas, was wir da wirklich vertrainieren, die echte Arbeit, die echte Energie, die wir verballern, das ist gar nicht so viel. Das erscheint viel. Wir sind fertig danach und so weiter. Aber viel Energie verbraucht haben wir verhältnismäßig nicht. Wohlgemerkt, Grundumsatz kommt noch dazu, aber das ist es nicht. Grundumsatz schlagt im Internet nach. Ich habe jetzt keine Zeit und keine Lust, das alles nochmal darzustellen. Nochmal ganz kurz, das ist die Energiemenge, die wir brauchen, um überhaupt am Leben zu bleiben. Dass das Herz schlägt, dass wir atmen können, dass wir wenigstens mal vom Bett aufstehen können und so weiter. Also das wäre in Ruhe. Das sind so um die 2000 Kilokalorien pro Mensch, je nach Größe wieder. Aber was wir, überlegt einfach, was wir tagtäglich so an Energien noch zusätzlich zu uns nehmen und uns dann wundern, dass wir bei viel Sport, das war viel Sport hier, dass wir bei viel Sport doch nicht abnehmen. Und die vielen Möglichkeiten, also einfach nochmal zurückspulen und nochmal anhören, die Gedanken einfach nochmal wirken lassen, das sind Gedanken, die man dazu haben kann und zu sagen, Mensch, warum sollte ich denn nicht auf eine ganz einfache und billige Art schlank werden? Halt, ein Gedanke noch. Jetzt gibt es Leute, die sagen, ich will ja zum Thema Figur, ich möchte ja Muskeln aufbauen. Da sage ich nochmal, Leute, Calisthenics, guckt es euch an. Wer wahnsinns aufgepumpte Muskeln haben möchte, gut, der sollte sich noch andere Dinge zuführen. Ich mache es nicht, ich nehme gar nichts und die, wie gesagt, auch die Calisthenics-Fans und die echten Anhänger, die kommen sogar mit veganer, also wirklich fleischloser Ernährung hin und angeblich, wir müssen ja so viel Eiweiß zu uns führen, dass wir unsere Muskeln aufbauen. Guckt euch die Leute an, dann wisst ihr Bescheid. Also, ich sage nur künstliches Eiweiß oder überhaupt Eiweiß, künstliches. Sowieso nicht. Eiweiß, also das zuführen, ich stelle es in Frage. Machen wir es so. Ich möchte nicht jetzt unbedingt allen großen Bodybuildern irgendwie was vorschreiben. Also ich sage, für mich ist es nicht nötig. Und die Calisthenics-Fans, guckt euch an, guckt euch die Figur an. Ich glaube, das reicht, wenn man das schafft. Gut, das war's. Danke fürs Zuhören.